Es waren einmal drei Brüder, die sich aufmachten, die Nürnberger Kinowelt zu revolutionieren. Aller Anfang war schwer, doch sie hatten gemeinsam eine Vision. Im damals kleinsten Kino der Stadt, mit angrenzender Gastronomie, in dem sie gleichzeitig auch wohnten, fing alles an und die Geschichte nahm so ihren Lauf. 1970 habe ich mit meinen beiden Brüdern zusammen die Meisengeige aufgemacht. Also ein kleines Studentenkino gibt es ja auch heute noch im Laufer Schlagturm. Naja, und in den Jahren hat sich das so entwickelt. Wir hatten vier bzw. fünf verschiedene Programmkinos in der Region. Und dann vor 5 Jahren wurde das Cinecittà eröffnet. Das ist jetzt genau am 18. Oktober, wenn das 5 Jahre. Glauben mochten es zu dieser Zeit noch wenige. Aber der Kinopalast Cinecittà wurde zum Volltreffer. Neben den 15 Kinosälen findet man reichlich Bars, Restaurants, Disco und einen Biergarten. Also nicht nur aktuellste Hollywood-Streifen, sondern weit mehr als herkömmliche Kinos bieten können. Und der Erfolg gibt ihm recht. Im letzten Jahr strömten 1,6 Millionen Besucher in das Multiplex-Kino an der Pegnitz. Eigentlich war es für uns ganz einfach, denn wir haben eigentlich das Gleiche gemacht, das wir auch schon in der Meisengeige gemacht hatten. Also nicht nur Kino angeboten, sondern einfach ein größeres Programm mit viel Gastronomie drumherum. Man kann also vor dem Film oder nach dem Film auch noch die gastronomischen Einrichtungen nutzen. Und das ist ganz sicher ein ganz wichtiger Punkt für den Erfolg, den wir hier haben. Auf den Lorbeeren seines Erfolges wird sich Wolfram Weber, oft auch als Kinokönig von Franken tituliert, jedoch nicht ausruhen. Schon steht das nächste Projekt kurz vor der Vollendung. Größer als die Wirklichkeit soll es werden, das neue IMAX-Kino. Und Maß aller Dinge in Sachen Filmprojektion. Hier in 35 Metern Tiefe wird bald eine 1000 Quadratmeter große Leinwand dem Zuschauer das Gefühl geben, live dabei zu sein. In den unendlichen Weiten des Weltraums oder aber in den Tiefen des Meeres. 40 Millionen Mark kostet Deutschlands größtes Kinoprojekt und für Wolfram Weber geht dann ein Traum in Erfüllung.